باید ببینیم که معنای ترقی برای انسان چیه و انسان چی هستن که ترقی برای او چه باشد. انسان آیا یک حیوانی است که همون آب و علفش اگر خوب باشد و زندگی مادی و طبیعیش اگر خوب باشد؟ Um zu verstehen, was Fortschritt und Entwicklung für den Menschen bedeuten, muss man sich erst einmal fragen, was ein Mensch überhaupt ist. Man muss eine Vorstellung vom Menschlichen haben. Wäre der Mensch nur ein Tier, dann könnte die volle Befriedigung seiner natürlichen und materiellen Bedürfnisse schon als Fortschritt bezeichnet werden. Doch der Mensch hat eine andere Dimension, die geistige. Beim Menschen ist Fortschritt, anders als beim Tier, von seiner geistigen Entwicklung abhängig. Wäre der Mensch nur ein Tier, bei dem Habgier und Wollust stärker ausgeprägt sind als bei anderen Tieren, dann könnte man in der Tat die westliche Zivilisation als einen Weg zur Entwicklung ansehen. Aber das ist nicht der Fall. Die Lehre von Jesus Christus, die zur Entwicklung des Göttlichen im Menschen führt, ist ihres Sinnes beraubt worden. Selbst in den Kirchen werden seine Vorschriften nicht mehr seinem Vorbild entsprechend gelebt. Denn diese Kirchen sind Diener der Mächtigen geworden. Der Islam will dem Menschen zu seiner geistigen und somit einzig wahren Entwicklung verhelfen, wie alle Propheten es wollten. Der Islam verlangt, dass der Mensch reiner wird, und deshalb darf das Materielle nicht Herr über den Geist werden. Umgekehrt muss es sein. Das sagen viele, aber zum Unterschied zu anderen Predigern ist dies ein Revolutionär, der die Richtlinien einer Politik darlegt, die er mit prophetischem Eifer verwirklichen will. Im Koran steht geschrieben, die Erde gehört Gott. Eine islamische Regierung kann Grundstücke an Leute vergeben, die darauf arbeiten wollen. Sie können jedoch nur das ihr eigen nennen, was sie durch ihre Arbeit erzeugen. Mit anderen Worten, niemand darf Land, Wasser, Wälder, Minen besitzen. Jedoch das, was er selbst geschaffen hat, gehört ihm. Es stimmt also nicht zu sagen, Privatbesitz gäbe es nicht. اگر چنانچه ما مهلت پیدا بکنیم و اسلام را به طوری که هست Wenn wir Erfolg haben und aus diesem tierischen Leben ein menschenwürdiges machen, dann werden wir nicht nur in diesem Leben glücklich sein, sondern auch im Jenseits. Besseres kann uns nicht beschert werden. Die persischen Revolutionäre sind Antiimperialisten. Doch während die Marxisten nur Amerika zum Feind erklären, haben die Islamischen dem westlichen sowie dem sozialistischen Imperialismus den Kampf angesagt. Totale wirtschaftliche und kulturelle Unabhängigkeit ist ihr Ziel. Damit können sie kaum Freunde gewinnen. Der Westen kann nicht gutheißen, was das Wachstum der Industrienationen bedroht, und der Osten will nicht wahrhaben, dass Revolutionen auch von Religionen und Propheten getragen werden können. Die persischen Revolutionäre streben nach sozialer Gerechtigkeit und Entfaltung des Menschen. Aber wohl nur ein Wunder,
kann den persischen Traum verwirklichen.